Oh, jemine. Abri, abri, abri. Nein, nicht. Hallo, Schwester. War ich das etwa? Viel Spaß. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiert Santiago auf Blitzfragen von TiniTV, das allererste Video auf seinem Kanal. Ist schon etliche Jährchen her, ich bin gespannt. Hallo mein Lieben, heute machen wir Fragenhagel mit Santiago Ziesma. Hallo Santi. Hallo. Erste Frage, wurde dein Name schon mal falsch ausgesprochen? Ja, nicht nur einmal, das ist sehr, sehr oft passiert. Ja. Mein Name, Santiago? Ja, oft. Ja. Am häufigsten war es Santiago. San Francisco hat einer mal zu mir gesagt. San Diego. Ja, es passiert oft. Schnaps oder Champagner? Also wenn Champagner. Champagner. Heute schon Autogramme gegeben? Oh, das weiß ich nicht. Also ich aus heutiger Sicht noch nicht. Nein, aber hoffentlich gleich. Lieblingswort? Lieblingswort. Liebe. Lieblingswort. Liebe. Lieblingsfilm? Eventuell Titanic. Habe ich, glaube ich, 4-mal gesehen damals. Lieblingsfilm, Avatar. Was ist so toll? Der kam danach noch, ja, ja. Da war das sehr frisch, aber Titanic war davor. Was? Entschuldigung, jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. Worum ging's? Berlin ist wunderbar, weil Berlin ist Multikulti. Und ja, hier kommt alles zusammen und hier muss man sich durchkämpfen. Aber hier wird jeder so akzeptiert, wie er ist. Die beste SpongeBob-Folge. Die beste SpongeBob-Folge. Es gibt einige, die ich sehr gerne mag, aber spontan fällt mir jetzt ein. Die Steinzeitfolge zum Beispiel. Die Folge, wo Gary weg ist, wo er Gary sucht. Das ist so niedlich und geht so ans Herz. Kaffee oder Energydrink? Also wenn Kaffee. Kaffee. Mach mal bitte Steve Urkel nach. War ich das etwa? Hallo Laura. Hallo, ihr Winslows. War ich das etwa? Der schönste Tag in deinem Leben war als? Oh, der schönste Tag. Oh, das ist schwer. Ja. Ich habe Gott sei Dank viele schöne Tage erlebt. Da würde mir jetzt so spontan keiner einfallen. Ich habe sehr, sehr viele schöne Tage erlebt. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Oh, das ist jetzt ganz schwer so aus dem Hut. Als. Oh, kann ich wirklich nicht sagen. Tut mir leid. Viele schöne Bei Tage. Bei Promi ja. Big Brother würdest du Malt machen, wenn? Never ever. Niemals. Nein. Überhaupt nicht. Wann sehen wir dich im Dschungelcamp? Auch nicht. Der Tag wird nicht kommen. Nie. Was sagt SpongeBob, wenn er sich aufregt? Ein Rutscher. Heilige Makrele. Das zum Beispiel. Haben wir auch gehabt. Stimmt. Danke, Santi. Da gab es ja ein paar Sachen. Ja, stimmt. Heilige Makrele. Ich habe es halt lange nicht gesagt. Das war sehr schön, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Oh, schade, das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen.
Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser.